wir sind jetzt zu Hause, ich habe die Kleinen gerade hingelegt, die Großen gucken jetzt auf Fernsehen. Also kam ganz häufig die Frage, wie ich bzw. wir das handhaben, wenn sowas passiert, wie jetzt heute beim Lasertag mit Isa. Ich meine, Isa hat ziemlich doll mit seiner Waffe gegen Leila und ihr ganzer Mund hat geblutet. Dann habe ich ihn genommen, ich habe gedacht, für dich ist Feierabend. Wir hatten ja den Fahrer dabei, ich habe ihn zum Fahrer ans Auto gesetzt, er musste nach Hause fahren, durfte hier keine Playstation, kein gar nichts. Ich wollte eigentlich, dass er sich in sein Zimmer setzt und sich langweilt oder malt oder was auch immer. Komme gerade um 10 nach Hause und dann hat er mit der Haushälterin gemalt, gepuzzelt, gebastelt, gespielt, Memory gespielt, also blöd ist er nicht. Ja, das war das erste Mal, dass ich so eine drastische Maßnahme machen musste. Tat mir auch total leid nach hinten raus, aber ich meine, das geht überhaupt nicht, was er gemacht hat. Überhaupt nicht.